Herzlich willkommen am heutigen Abend zu unserem heutigen Vortrag gemeinsam mit Simon Moritz, den ich Ihnen jetzt noch kurz vorstellen darf. Simon Moritz, seines Zeichens Diplom-Politologe, wohnhaft in Kulmbach, ist dort kommunalpolitisch aktiv, sowohl im Stadtrat als auch im Kreistag, hat lange Jahre in der politischen Erwachsenenbildung gearbeitet und promoviert gegenwärtig zum Thema staatliche Legitimation in Russland in der Ära Putin, ist also zum heutigen Thema Verfassungsreform in Russland, alle Macht für Putin, ein kompetenter Ansprechpartner. Bevor ich an Herrn Moritz übergebe, ein kleiner Hinweis an Sie. Sie können sich wie immer bei VHS daheim in unserem Chat beteiligen. Dafür brauchen Sie lediglich ein Google-Konto. Müssten sich dann in YouTube anmelden und können dann Ihre Fragen und Kommentare gerne im Chat stellen. Dann, Simon, wenn du vielleicht noch ein paar Takte zu dir selber sagst, dann wünsche ich Ihnen allen einen interessanten Vortrag und eine spannende Diskussion danach. Und dir, Simon, viel Spaß. Vielen Dank, Tobias. Und auch von mir erstmal einen schönen Abend an Sie zu Hause. Ich freue mich sehr, dass das heute möglich gemacht worden ist, diesen Online-Vortrag zu halten. Für mich auch Premiere, das muss ich vorneweg sagen und möchte mich ganz herzlich vorneweg bei der VHS auch bedanken, bei der VHS Bayern, speziell jetzt bei der VHS Fürth und beim Herrn Götz, dass das heute Abend möglich gemacht worden ist. Und für Sie und für uns alle besondere Zeiten durch Corona. Wir in der Erwachsenenbildung tätigen, das soll kein Jammern sein, aber ich glaube, man kann behaupten, wir sind schon wie viele Menschen auch stark getroffen. Jegliche Art von Seminaren, von Vortragsveranstaltungen sind im Moment natürlich nicht möglich. Und deshalb herzlichen Dank, wie gesagt, an die VHS, dass sie dieses Online-Angebot jetzt versucht, ein bisschen zu forcieren. Und ich bin da natürlich auch sehr gerne dabei. Kurz noch zu meiner Person, der Herr Götz hat es angedeutet, ich war lange in einem Tagungshaus in Oberfranken tätig, bin seit rund anderthalb Jahren selbstständig unterwegs, also mache nicht ausschließlich, aber zum hauptsächlichen Teil politische Erwachsenenbildung auf eigene Initiative, auf Einladung von verschiedenen Häusern oder auch im Auftrag ziviler Organisationen, Sozialverbänden oder auch der Deutschen Bundeswehr. Das Thema Russland beschäftigt mich nicht ausschließlich. Also ich habe verschiedene Themen, zu denen ich Seminare, Vortragsveranstaltungen anbieten darf. Russland ist gewissermaßen mein Steckenpferd, beschäftigt mich auch im Rahmen meiner Dissertation. Also ich würde behaupten, dass ich der Thematik auch persönlich am nächsten stehe. Und ich bin eingeladen, heute Abend Ihnen etwas über die aktuell ja streng genommen noch anlaufende Verfassungsreform oder noch laufende Verfassungsreform in Russland zu erzählen. Also wir haben eine sehr aktuelle Thematik, der wir uns heute Abend widmen wollen. Ich habe mir vorgenommen, es ist natürlich auch, man kommt erfahrungsgemäß immer dann auch auf das ein oder andere, auf den ein oder anderen Nebenstrang und wir wollen Ihnen ja auch die Möglichkeit zu Nachfragen geben. Ich habe mal geplant, circa 30 Minuten zu sprechen. Es kann etwas mehr werden. Und der Herr Götz wird ja dann als Moderator sich dann wieder einschalten und auch gegebenenfalls auch aus den Kommentaren, aus dem Chat einige Fragen von Ihnen noch aufnehmen. Die werde ich selbstverständlich gerne auch noch beantworten. Ja, Verfassungsreform. Warum und warum in dieser Zeit? Das ist vielleicht die erste Frage, der man sich widmen kann. Warum gerade jetzt in Russland? Da lohnt es sich wahrscheinlich, um sich dieser Frage zu nähern, sich auch mit der Entwicklung speziell des Jahres 2019 zu beschäftigen. Wladimir Putin selbst, das ist, denke ich, allgemein bekannt, auch bei den Menschen, die sich nur gelegentlich oder ganz selten nur mit Russland beschäftigen. Wladimir Putin genießt eigentlich, seit er im Amt ist, also seit dem Jahrtausendwechsel, kann man grob gesagt sagen, extrem hohe Zustimmungswerte. Ich habe Ihnen das auf diese erste Grafik hier mitgepackt. Das ist eine Langzeitdarstellung der Zustimmungswerte, also was hier als schwarze oder dunkelblaue Linie dargestellt ist, die Zustimmungswerte zu Wladimir Putin als zunächst Ministerpräsident und dann als russischer Präsident. Und Sie sehen schon, die sind durchgängig sehr hoch. Wladimir Putin fällt eigentlich so gut wie nie oder ist nie unter die 60%-Marke gefallen. Da können viele europäische Staatenlenker nur von träumen. Das heißt aber natürlich, im Vergleich zu seinen Spitzenzeiten, wenn Sie zum Beispiel schauen, nach dem Februar 2014,
Da wurden nach der Annexion der Krim wurden da Höchstwerte erreicht. Und dann sehen Sie auch am Ende der Skala, im Jahr 2019 hindurch ist die Zustimmung etwas abgeflacht. Und das deckt sich mit vielen Beobachtungen. Das Jahr 2019 war in Russland innenpolitisch ein sehr turbulentes. Die Administration von Wladimir Putin hatte mit verschiedenen sozialpolitischen, wirtschaftspolitischen Problemen zu kämpfen. Russland leidet enorm unter dem jetzt schon seit längerem gefallenen und relativ niedrigen Ölpreis. Generell sind die Rohstoffkosten auf dem Weltmarkt eher gesunken und Russland als Petrostaat, als extrem vom Rohstoffexport abhängiges Land, leidet da sehr drunter. Und das macht sich natürlich auch mit Verzögerung in den Zustimmungswerten bemerkbar. Es gab im vergangenen Sommer eine sehr einschneidende Rentenreform, die natürlich auch in der Breite der Bevölkerung nicht für Begeisterung gesorgt hat. Und ja, es hat sich einfach angedeutet. Es gibt auch Umfragen, die zum Beispiel bestätigen, dass sich ein allgemeiner Wunsch in der Bevölkerung, ein diffuser Wunsch nach Wandel breit gemacht hat. Und da, ja, tendenziell autoritär denkende Menschen wie Wladimir Putin sehen in dieser Sehnsucht nach einem gewissen Wandel wohl auch eine gewisse Bedrohung für ihre Position. Jahrelang galt in Russland eigentlich nur das Credo der staatlichen Stabilität. Wladimir Putin steht wie kein anderer für die Stabilisierung des Landes nach dem Jahr 2000 und nach den in den Augen vieler Russen desaströsen 90er Jahren mit Turbokapitalismus, mit dem Zerfall des staatlichen Gewaltmonopols, mit der fehlenden Durchsetzungskraft der Zentralgewalt gegenüber zum Beispiel Oligarchen. Nach dieser Zeit der 90er Jahre kam Wladimir Putin und hat in erster Linie Stabilität gebracht. Und insofern ist der wachsende Wunsch nach Wandel, kann durchaus für die russische Führung auch als Bedrohung empfunden werden. Und da ist wohl im ganzen Jahr 2019 der Eindruck gewachsen, auch es müsse etwas passieren und man müsse aufgrund dieser innenpolitischen Widrigkeiten auch in großem Stil gegensteuern und reagieren. Ja, was man bei uns noch mitbekommen hat, das hat sich bereits im Herbst 2019 angedeutet und wurde dann im Mitte Januar 2020 vollzogen. Im Prinzip ist die komplette russische Regierung unter Führung von Dmitri Medvedev als Ministerpräsident zurückgetreten. Und fast zeitgleich mit dem Rücktritt gab es Mitte Januar eine Regierungserklärung von Wladimir Putin, in welcher er dann nach der Installation der neuen Regierung auch den verfassungsmäßigen Reformprozess angekündigt hat. Jetzt stellt man sich die Frage, vielleicht, warum muss eine Regierung zurücktreten, nur um einen Verfassungsreformprozess einzuleiten? Natürlich muss eine Regierung dafür nicht zwangsläufig zurücktreten. Aber wenn man sich längerfristig anschaut, wie Putins Legitimation funktioniert, dann stellt man immer wieder fest, dass natürlich an ihm als Einzelperson, als uneingeschränkte Machthaber in seiner Präsidentenrolle, da darf natürlich oder sollte möglichst wenig Kritik hängen bleiben. Also etwas verkürzt gesagt könnte man vielleicht formulieren, Wladimir Putin hat nach dem turbulenten Jahr 2019 einen größtmöglichen Sündenbock gebraucht. Und der komplette Rücktritt der Regierung, der hat natürlich symbolisiert, es gab auch ein schönes Gespräch, wo Wladimir Putin dann gesagt hat, ja, wir haben uns ausgetauscht über die Regierungszeit. Und dann kam die schöne Formulierung, es kann halt nicht immer alles im Leben gelingen. Also sinngemäße Aussage, die Regierung hat es nicht auf die Reihe gebracht und deshalb tritt sie jetzt zurück. Das ist mit Sicherheit unfair gegenüber der Arbeit der Regierung. Es lenkt aber natürlich größtmöglich auch vom Präsidenten selbst ab. Wladimir Putin erleidet dadurch keinen Schaden. Er zeigt, die Regierung, die nicht alles richtig gemacht hat, muss zurücktreten und er installiert eine neue. Und deshalb war das so wichtig für diesen Reformprozess, um auch größtmöglich der Bevölkerung zu demonstrieren, jawohl, wir möchten Reformen einleiten, wir möchten eine neue Ausrichtung des Staates, die auch sehr umfassend geschehen soll und deshalb komplett neue Regierung und dann unmittelbar daran geknüpft die Einleitung dieses Reformprozesses. Ich habe Ihnen
einfach mal den Stand zunächst dargestellt, wie läuft so ein Reformprozess ab? Der Großteil ist abgeschlossen im ersten Titel zu dieser Vortragsveranstaltung. Der Titel war auch Russland nach der Verfassungsreform. Da hätte man meckern können und sagen können, naja, streng genommen ist dieser Prozess noch gar nicht abgeschlossen. Das ist richtig, aber die wichtigsten Stationen sind Stand heute bereits erledigt oder abgehakt. Es begann, wie schon erläutert, im Januar mit der Ankündigung der Verfassungsreform in Wladimir Putins Regierungserklärung, seiner Rede zur Lage der Nation. Und unmittelbar danach begann eine, nennen Sie es ruhig, Werbekampagne mit dem Titel Unser Land, unsere Verfassung, unsere Entscheidung, die rund zweistellige, also eine niedrige zweistellige Millionensumme immerhin auch gekostet hat und die natürlich auch diesen ganzen Verfassungsprozess von Anfang an positiv im Sinne der Regierung begleiten sollte. Zu betonen ist vielleicht, dass viele Aspekte der Reform zunächst völlig unklar waren. Also Wladimir Putin hat nur eine sehr grobe Richtung skizziert und wollte auch gar nicht mit zu konkreten Vorschlägen bereits in seiner Regierungserklärung aufwarten. Er hat nur sehr allgemein angedeutet, dass ein Wechsel und eine Reform notwendig sei. Und es war sogar an einigen Stellen, hat man in den ersten Wochen sogar gedacht, da gab es relativ wenig Kritik, weil die ersten Vorschläge, die auch er angedeutet hat, sogar in die Richtung gingen, Parlamentsrechte zu stärken. Da kam dann eine Diskussion auf, ja, verabschiedet sich Russland jetzt sogar von diesem starken Präsidents- oder Semipräsidentialismus, verabschiedet es sich vom präsidentiellen System und möchte es hin zu einem parlamentarischen System, das vielleicht auch nach dem Abgang Putins, dass damit sozusagen nicht nur ein Personalwechsel stattfindet, sondern ein richtiger Systemwechsel. Dann muss ich vorwegnehmen, das hat sich so nicht bewahrheitet. Letztendlich, und das werde ich natürlich im Laufe des Vortrags noch darstellen, wurde das Amt des Präsidenten, wurde damit auch die Person Wladimir Putins letztendlich weiter gestärkt. Und es gab also keine Neuorientierung, sondern eigentlich setzt die Verfassungsreform einen Prozess fort, der sich in den letzten Jahren oder eigentlich die gesamte Amtszeit Putins hindurch schon angedeutet hat. Am 10. März gab es den formal notwendigen Beschluss der Duma, wie Sie es auch in der Folie lesen können, wurde der mit sehr großer Mehrheit auch verabschiedet. Die Duma ist geprägt von Einiges Russland, der Partei, die vor auch rund 20 Jahren aus der Asche gehoben wurde von Wladimir Putin, um sich ein, ja, ein parlamentarisches Rückgrat zu schaffen, das ihm also immer eine parlamentarische Mehrheit sichert. Es gibt auch die sogenannte Blockopposition, die zwar Opposition heißt, aber faktisch das Regierungshandeln mitträgt. Also man könnte sagen, eine gelenkte Opposition. Und Sie sehen, die Verfassung hat hier oder die Verfassungsreform hat hier sehr große Zustimmung gefunden. Und auch im Föderationsrat, das ist die zweite Kammer, die zweite parlamentarische Kammer. Sie könnten sagen, das Oberhaus oder in Deutschland wäre es als föderale Kammer logischerweise der Bundesrat. Und auch das russische Verfassungsgericht haben der Reform dann im Laufe des März relativ schnell und auch eindeutig zugestimmt. Insofern besteht auch eigentlich kein Zweifel mehr, dass dieser Reformprozess abgeschlossen werden wird. Die spannende Frage ist, natürlich muss Wladimir Putin ein Interesse daran haben, dass er die Bevölkerung für sich gewinnt und auch, ja, um Legitimität für diese Reform zu gewinnen, auch ein demokratisches Votum für seine Reform zu erhalten. Und deshalb war angedacht, für den 22. April ursprünglich ein Referendum, ein landesweites Referendum abzuhalten. Mittlerweile ist dieses aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben. Ich komme dann später nochmal darauf zurück, ob das aus Sicht der russischen Führung jetzt positiv ist oder nicht positiv ist. Darüber kann man natürlich diskutieren. Möglicherweise, man könnte ja argumentieren, wäre es schon im Interesse der Regierung, diesen Reformprozess jetzt auch schnellstmöglich abzuschließen. Aber das ist in Zeiten von Corona natürlich, wie wir alle auch bei uns ja merken, nur schwer vorstellbar, ein landesweites Referendum abzuhalten.
Gut, worum geht es jetzt eigentlich? Und ich bin zum vielleicht populärsten Punkt oder zum am meisten diskutierten Punkt ja noch gar nicht gekommen, der ganz am Anfang steht oder den ich ganz am Anfang bereits hätte erwähnen können. Die große Frage, die Russland, man könnte sogar sagen, seit 2012 beschäftigt, ist ja, wie lange kann Wladimir Putin im Amt bleiben? Wie lange bleibt er Präsident? Und das kurz zur Erklärung, wer diesen Hintergrund nicht kennt. Ursprünglich hat die russische Verfassung festgeschrieben, dass ein Präsident nur zwei Amtszeiten ausfüllen darf. Und das waren bis 2012 auch nur 4 Jahre gewesen. Deshalb gab es von 2000 bis 2008 den Präsidenten Putin. Dann kamen die sogenannten Tandemjahre, wo also ein Ämtertausch initiiert wurde zwischen Dmitri Medvedev und Wladimir Putin. Also von 2008 bis 2012 war Wladimir Putin nur in Anführungszeichen Regierungschef und nicht Präsident. Und dann gab es auch eine Verfassungsanpassung, die also dazu führte, dass Wladimir Putin doch wieder gewählt werden konnte, dann auch auf 6 Jahre pro Amtszeit. Und es wurde aber nicht der Passus, also die Beschränkung auf 2 Amtszeiten wurde aber nicht aufgehoben. Und insofern denkt man eigentlich seit 2012 daran, dass man sagt, okay, eigentlich kann Wladimir Putin nur bis 2024 im Amt bleiben und was kommt dann? Und natürlich, das ist der populärste Punkt und der auch bei uns in den Medien am stärksten immer betont wird, natürlich hat man darauf gewartet, dass Wladimir Putin vielleicht eine Möglichkeit sucht, seine Amtszeit über 2024 hinaus zu verlängern. Es geht auch um mehr Punkte. Zum einen bringt die Reform eine veränderte Gewaltenteilung. Sie stärkt die Kompetenzen des Präsidenten. Ich werde es auf der nächsten Folie noch etwas konkreter darstellen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt dieses Reformpakets. Dann schafft es eine Möglichkeit zur Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten. Das ist etwas kompliziert. Also an sich bleibt die Beschränkung auf 2 Amtszeiten erhalten. Also auch zukünftige Präsidenten sollen maximal 12 Jahre lang Präsident sein können. Allerdings, ich habe schon gesagt, zukünftige Präsidenten, für Wladimir, diese Regelung tritt sozusagen erst ab 2024 in Kraft. Also bei Wladimir Putin wird dann ab 2024, sollte er wiedergewählt werden und wenn er antritt, dann ist davon auszugehen, sollte er wiedergewählt werden, dann gilt seine vorherige Amtszeit nicht, sie wird nicht angerechnet. Also er darf dann, oder theoretisch dürfte er dann nochmal 12 Jahre im Amt bleiben. Das wäre dann wiederum theoretisch bis 2036 und dann wäre er 83 Jahre alt. Ob es so kommen wird, das sei natürlich dahingestellt, aber zumindest ist jetzt verfassungsmäßig die Möglichkeit dafür gegeben. Also das ist der, wie gesagt, prominenteste Punkt in diesem ganzen Reformpaket. Es geht aber doch um viel mehr. Russland hat, die Russische Föderation hat nach dem Ende der Sowjetunion auch in seinem politischen System den sogenannten Staatsrat etabliert. Das ist schwer mit unserem deutschen System zu vergleichen. Wichtig ist, man muss betonen, das ist kein gewähltes Gremium. Es handelt sich jetzt um kein Parlament oder Ähnliches. Sie könnten es als Exekutivrat oder als letztendlich Sitzender aus dem gesamten Land hochrangige Verwaltungsbeamte. Es ist also ein wichtiges Instrument zur verwaltungsmäßigen Lenkung des Staates und es stärkt damit letztendlich die Exekutive. Diesen Staatsrat gibt es schon immer, jetzt aber durch die Verfassungsreform soll er Verfassungsrang erhalten und natürlich trägt das auch zur Stärkung der Exekutive und damit letztendlich des Präsidenten Wladimir Putins bei. Das Thema die Souveränität des russischen Staates wird sehr weiter gestärkt. Das können Sie an 2 Punkten festmachen. Zum einen wird die territoriale Unversehrtheit oder Integrität des Landes nochmal betont. Das ist natürlich bedeutsam, weil es gibt ja die anhaltenden Konflikte in der Südostukraine um die Krim vor allem oder auch den Streit mit Japan um die Kurileninseln. Hier geht es einfach darum, dass in der Verfassung nochmal festgeschrieben wird, dass Russland unter keinen Umständen sein aktuelles Territorium, auf das es besteht und auf das es auch historischen Anspruch ja erhebt, aufgeben darf. Und das ist jetzt sozusagen, damit verändern Sie nicht die rechtliche Bewertung zum Beispiel der faktischen Besetzung der Krim, aber aus russischer Sicht ist es natürlich sehr wichtig, diese Einheit, diese territoriale Einheit auch in der Verfassung nochmal festzuschreiben. Was
aus internationaler Sicht durchaus kritisiert wird, weil es eine Abkehr wird, also weil es als Abkehr zu interpretieren ist von der Politik eigentlich der letzten 20, 30 Jahre. Das ist das, was Sie auch in der Folie lesen können. In verschiedener Hinsicht soll das russische nationale Recht gestärkt werden gegenüber internationalem Recht. Also zum Beispiel Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte können in Russland ignoriert außer Kraft gesetzt werden, also durch nationales Recht ja, ausgesetzt werden. Und wir haben natürlich in der internationalen Politik in den letzten Jahrzehnten ein wesentlich supranationaleres Verständnis auch entwickelt, also ein Verständnis, das mehr auf internationales Recht, auf internationale Regelungen setzt. Und insofern ist das natürlich ein Punkt, der international eher kritisiert wird, aber in der russischen Bevölkerung natürlich relativ gut ankommt, weil natürlich das in der Bevölkerung ja durchaus positiv klingt, wenn man sagt, wir stärken unsere rechtliche Eigenständigkeit, wir lösen uns von der Abhängigkeit von internationalen Institutionen zum Beispiel. Und insofern ist das ein zweischneidiges Schwert. Es wird aber, wie gesagt, auch stark betont in der Reform. Und dann ein interessanter Punkt noch, auch mit durchaus populistischem Einklang, die sogenannte Nationalisierung der Eliten. Spätestens seit den 90er Jahren hat sich in Russland ja ein System etabliert, das viele vermögende Menschen, vor allem Abgeordnete auch, also Politiker und andere, ja, sehr stark Vermögen ins Ausland geschafft haben und zum Beispiel ihr Vermögen auch stark in Immobilien angelegt haben im Ausland oder einfach auch im Sinne der Steuervermeidung auf ausländischen Konten installiert haben. Und hier soll nun sogar durch die Verfassung festgeschrieben werden, dass Abgeordnete im Speziellen oder hochrangige Verwaltungsbeamte, also führende Persönlichkeiten des Staates, denen wird per Verfassung verboten, ihre Gelder im Ausland anzulegen. Und auch das kommt in der breiten Masse der Bevölkerung natürlich gut an. Ursprünglich war sogar angedacht gewesen, auch den Immobilienbesitz im Ausland zu verbieten per Verfassung. Aber das hat man dann wieder rausgenommen, weil die Abgeordneten dafür, könnte man vermuten, viel zu stark betroffen gewesen wären. Also es ist dann übrig geblieben, dieses Verbot von ausländischen Konten. Sie sehen natürlich auch, dass das, wenn man jetzt zum Beispiel unser deutsches Grundgesetz da als Vergleichsmaßstab hernimmt, dass dann einige Reformen durchaus abstrus anmuten, ist für uns natürlich nicht vorstellbar, dass der Staat in private Besitzrechte, in Eigentumsrechte so weit eingreifen würde bei uns, wie er es hier tut. Aber wie gesagt, das ist so auch der Hauch Populismus, so nenne ich es jetzt mal, der in dieser Reform mitschwingt und der natürlich auch die Zustimmung der breiten Masse der Bevölkerung für dieses Verfassungswerk sichern soll. Es gibt noch weitere Punkte, auf die ich gleich zurückkomme. Jetzt etwas schneller vielleicht die nächsten zwei, drei Folien, um einfach nochmal etwas konkreter zu werden auf einzelne Aspekte, die ich schon angesprochen habe. Der Präsident an sich erhält durch die Verfassungsreform neue Kompetenzen. Zuerst ist zu nennen, dass er Verfassungsrichter entlassen kann. Das ist eine ganz wichtige Frage bei allen politischen Systemen im Sinne der Gewaltenteilung, welche Balance, welche Abhängigkeit besteht zwischen der Ausführenden, also Exekutiven, der Legislativen, der Gesetzgebenden oder der Richterlichen, der Judikativen Gewalt. Wie kontrollieren die sich gegenseitig? Welche Abhängigkeitsverhältnisse bestehen? Und wenn Sie, das ist ja logisch, wenn ein Präsident die Möglichkeit bekommt, stärker als es ihm vorher möglich war, auf die Entlassung von Verfassungsrichtern Einfluss zu nehmen, dann schwächt das natürlich relativ stark die Rolle der Judikative in diesem Gleichgewicht der Kräfte. Und natürlich wird sich jeder Verfassungsrichter, der an seinem Job hängt, dann auch überlegen, wie er gewisse Gesetzesvorhaben zum Beispiel der Regierung, gewisse Initiativen des Präsidenten dann auch hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit der Verfassung bewertet. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der die Macht des Präsidenten, die ohnehin ja in Russland sehr, sehr stark ist und in der Ära Putin auch sehr ausgeweitet wurde, weiter stärkt. Dann auch ein interessanter Punkt, innerhalb der Regierung, bei uns in Deutschland würde man den Begriff der Richtlinienkompetenz verwenden, den die Bundeskanzlerin hat innerhalb des Kabinetts oder gegenüber dem Kabinett und innerhalb der Regierung. Diesen Begriff findet man so nicht 1:1 in der russischen Verfassung, aber natürlich hat der Ministerpräsident, Premierminister klassisch die
Richtlinienkompetenz gehabt, also die Leitung der Regierung, die Leitung, Koordination der Minister. Der Präsident stand da bislang in der Verfassung eigentlich eher am Rande. Und diese Richtlinienkompetenz wandert vom russischen Premier nun auf den Präsidenten. Und auch das natürlich ein logisches Indiz dafür, dass die Rolle des Präsidenten weiter gestärkt wird. Die Verlängerung der Amtszeit habe ich Ihnen bereits ausführlich erklärt. Also das muss ich nicht mehr im Detail ausführen. Es stärkt natürlich aber auch die Rolle Wladimir Putins, weil er dadurch auch wäre jetzt klar gewesen, dass er 2024 abtreten muss, dann wäre natürlich ein Effekt eingetreten, den Amerikaner gerne den einer Lame Duck nennen. Also, dass man gar nicht mehr erwartet, dass der Präsident sehr durchsetzungsstark wäre, weil er ja ohnehin aufhören muss. Und dann hätte sich mir die Frage gestellt, welche neue Rolle Wladimir Putin findet. Diese Frage hat sich jetzt eigentlich mit dem Reformvorgang erledigt. Es ist ganz interessant vielleicht noch, wie er diesen ja sehr wichtigen Punkt in den Reformprozess eingebracht hat. Da komme ich aber auf einer weiteren Folie auch nochmal zurück. Das hat er nämlich taktisch auch sehr geschickt angestellt. Und neben neuen Kompetenzen erhält der Präsident auch neue, ich habe es einfach mal Optionen genannt, was seine Rolle nach dem Ende seiner Amtszeit angeht. Beispielsweise soll der Präsident auch die Möglichkeit haben, sich einen Sitz im Föderationsrat der schon mal erwähnten zweiten Kammer, der föderalen Kammer, der bundesstaatlichen Kammer zu sichern. Da geht es weniger um die Machtposition, sondern wie ich es Ihnen auch auf der Folie dargestellt habe, wenn man in einem so hohen politischen Amt bleibt, auch nach seiner Präsidentschaft vielleicht, sichert man sich strafrechtlich Immunität. Und das ist ganz wichtig natürlich, weil man dann natürlich, wenn es zu einem Regierungswechsel kommen sollte, und Eventualitäten kann man nie komplett ausschließen, natürlich muss sich so ein Politiker auch Gedanken machen, droht mir vielleicht, wenn ich irgendwann nicht mehr in Amt und Würden bin und keine politische Macht mehr genieße, kommen dann vielleicht meine Nachfolgerinnen und Nachfolger auf die Idee, mal in der Vergangenheit zu kramen und zu schauen, ob ich irgendwelche Leichen im Keller habe. Bei Boris Jelzin zum Beispiel ist es dokumentiert, dass er sich zum Ende seiner Amtszeit hin, wo er ja auch einen Wechsel auf Wladimir Putin stark initiiert hat, hat er sich in hohem Maße auch Immunität rückwirkend sichern lassen und hat sich eigentlich sehr stark abgesichert für die Zeit nach seiner Amtszeit, um eben das Risiko auszuschließen, privat nach Ende seiner Amtszeit noch irgendwie belangt zu werden für das, was während seiner Präsidentschaft passiert ist. Also das wäre sozusagen der Kontext für oder wäre ein möglicher Seitenausgang für Wladimir Putin in der Zukunft, ohne da sich jetzt persönlich, privat in irgendeiner Weise rechtlich angreifbar zu machen. Ich habe schon an zwei, drei Stellen erwähnt, natürlich muss sich die russische Führung auch Gedanken machen, wie kriegen wir so eine Reform verkauft, wie kriegen wir die Bevölkerung hinter uns, wie erreichen wir, dass diese entsprechend mitzieht und diesen Trend zu weiteren autoritären Strukturen auch unterstützt und nicht dagegen protestiert. Und da ist es auch ganz interessant, weil wir würden das jetzt bei uns in der Verfassung so konkret nicht erwarten, dass man zum Beispiel die Einführung eines Mindestlohns festgeschrieben hat. Bei uns im Grundgesetz steht drin, dass wir in Artikel 20 steht, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Und mit diesem Wort sozialer ist der Sozialstaat verwirklicht. Wie er konkret ausgestaltet ist, was es da gibt, welche Versicherungsleistungen, welche staatlichen Fürsorgeleistungen, das ist ja im Grundgesetz nicht weiter definiert. Sowas regeln bei uns, wie es dann immer so schön heißt, entsprechende Gesetze. Also nach unserem Verfassungsverständnis würden wir so einen konkreten Punkt wie die Einführung eines Mindestlohns gar nicht auf Verfassungsebene festschreiben. In Russland ist das jetzt passiert und genauso wie man diesen Mindestlohn festgeschrieben hat, hat man die Indexierung, also die regelmäßige Anpassung von Renten an zum Beispiel die Entwicklung des Lohnniveaus oder der Lebenshaltungskosten in der Verfassung festgeschrieben. Das sind natürlich unmittelbar Punkte, wo Sie sich vorstellen können, ja natürlich schafft das enorm Unterstützung und auch breite Unterstützung in der Bevölkerung. Es ist auch, denke ich, naheliegend, dass komplexe verfassungsrechtliche Fragen
wie die Gewaltenteilung, die Balance der Gewalten zueinander, die Kompetenzen einzelner Organe, die kriegen sie in der breiten Masse der Bevölkerung so nicht vermittelt. Sowas Anschauliches, sowas Alltägliches, was einen unmittelbaren Mehrwert verspricht, Sozialleistungen wie ein Mindestlohn oder regelmäßige Rentenanpassungen, das wirkt natürlich höchst attraktiv und wurde deshalb, das kann man sicherlich unterstellen, auch bewusst hier mit in den Reformprozess mit aufgenommen. Genauso auch findet eine gewisse Emotionalisierung statt, dadurch, dass man viele patriotische und historische Bezüge geschaffen hat in der Verfassung, um an die Emotion und auch an das Nationalbewusstsein der Bevölkerung zu appellieren oder sie damit anzusprechen. Da komme ich so ein bisschen auch in dieser nächsten Folie hier dazu. Konservatismus, konservative Werte, im weitesten Sinne Patriotismus, sind eigentlich ein ganz wichtiger Bezugspunkt, ein ganz wichtiger Indikator für Wladimir Putins Amtszeit. Also seine Politik war immer auch von einer sehr wertegebundenen Ausrichtung geprägt. Die ist jetzt unabhängig, ob man diese Werte teilt oder für gut oder schlecht befindet, aber die Betonung des Nationalen, die Betonung der russischen Geschichte zum Beispiel, auch eine Abgrenzung vom aus Wladimir Putins Sicht zu liberalen, dekadenten Europa und dem liberalen und viel zu freiheitlichen Westen, diese konservative Abgrenzung hat schon immer stattgefunden. Interessant ist, wie transformiert man so etwas jetzt in eine Verfassung und wie schafft man es, diese Werte, die letztendlich einfach ideologische Grundlage der Politik waren, wie schafft man es, diese in eine Verfassung zu schreiben? Man findet jetzt zum Beispiel die Verankerung nach der Reform des Glaubens an Gott. Interessant ist, dass nicht genau oder weiter bestimmt ist, in Anführungszeichen, welcher Gott oder welche religiöse Orientierung damit jetzt besonders gemeint ist. Russland oder die russische Führung, so ist es korrekt zu beschreiben, verneint gerne oder betont es zumindest nicht sehr stark, dass allein rund 10% der russischen Bevölkerung muslimischen Glaubens sind. Also natürlich wird vor allem, und deshalb habe ich hier auch das Bild mit Patriarch Kirill, dem Führer der russisch-orthodoxen Kirche, mit eingefügt, natürlich wird vor allem betont, dass der russisch-orthodoxe Glaube Grundlage des russischen Staates, der russischen Gesellschaft ist. Die meisten Russen empfinden sich übrigens selbst gar nicht als gläubig. Auch die Kirchgangshäufigkeit ist relativ gering im Vergleich zu anderen Staaten. Aber die russisch-orthodoxe Kirche spielt eine sehr wichtige politische Rolle auch in dem Machtgefüge Wladimir Putins. Sie legitimiert viele seiner politischen Entscheidungen auf religiöser Basis und Patriarch Kirill zum Beispiel und die Führer der orthodoxen Kirche sind mächtige Verbündete. Und natürlich ist es auch ein Zugeständnis an diese, wenn man nicht nur den Glauben an Gott in der Verfassung verankert, sondern auch ganz konkret den Schutz der Ehe von Mann und Frau. Also ein sehr klassisches, traditionelles Geschlechterbild und Eheverständnis, das sich natürlich massiv von dem abgrenzt, was wir mittlerweile auch bei uns etabliert haben. Und natürlich, es gibt politische Kräfte, die auch wahrscheinlich mehrheitsfähig sind in Russland, die Homosexualität zum Beispiel scharf verurteilen. Es gibt auch durchaus eine Stigmatisierung und Ausgrenzung von solchen gesellschaftlichen Minderheiten. Und diese Ausgrenzung, diese Abgrenzung erhält damit jetzt natürlich Verfassungsrang. Auch das ist für uns aus deutscher Perspektive schwer nachzuvollziehen oder widerstrebt uns sicherlich von unserer Verfassungsgeschichte her, weil wir immer sagen würden, wir gehen immer von der Gleichberechtigung aus hinsichtlich der Persönlichkeitsmerkmale, Geschlecht, Rasse, Ethnie, sexuelle Orientierung und so weiter. Also das ist eine sehr klare Ausrichtung hier, um diese konservative Ideologie auch verfassungsmäßig festzuschreiben. Auch das ist interessant. Kinder erhalten laut Verfassungstext oberste Priorität der staatlichen Politik und sollen im Sinne des Patriotismus erzogen werden. Das lässt natürlich auch Bezüge erkennen zu früheren Kapiteln der russischen Geschichte. Generell ist zu sagen, dass die Jugendorganisationen des Staates, wie zum Beispiel Naschi in Russland, eine sehr dominante und starke Rolle haben. Also es gibt durchaus eine starke Einwirkung des Staates auf die Erziehung der russischen Jugend.
Natürlich war auch immer Angst der russischen Führung, dass eine junge, liberalere, westlich orientiertere Generation nachwachsen könnte, die dieses System Putin stärker in Frage stellt als ihre Vorgängergenerationen. Und deshalb widmet sich der Staat dieser Thematik auch sehr und hat es, wie ich es Ihnen hier dargestellt habe, eben auch in der Verfassung festgeschrieben. Und auch Wladimir Putin, das ist zu sagen, ist großer Geschichtsfan, sehr belesen auch in dieser Beziehung. Und ihm war es sehr wichtig, auch das lässt sich schon seit Jahren beobachten, wie er das in seiner Politik festschreibt. Ihm war sehr wichtig, diesen Geschichtsbezug und auch diese einheitliche Geschichte, russische Geschichte, auch festzuschreiben. Und auch das ist jetzt mit der Verfassungsreform passiert. Also es geht zum Beispiel darum, dass man die verschiedenen großen Kapitel der russischen Geschichte, grob gesagt Zarenreich oder frühe Moskowiter oder Kiewer Zeit, Zarenreich über mehrere Jahrhunderte, Kommunismus, Sowjetunion und dann die Phase der Russischen Föderation nach Ende der Sowjetunion, dass man diese nicht getrennt betrachtet, dass man nicht von verschiedenen Kapiteln spricht, sondern er möchte eigentlich Wladimir Putin betont immer, wie wichtig ihm es ist, eine Geschichte eines homogenen russischen Volkes zu erzählen. Und er möchte also nicht diese Trennung nach verschiedenen Staatsformen, sondern für ihn ist klar, es gibt eine tausendjährige russische Geschichte, eine tausendjährige stolze russische Geschichte und die möchte er sehr, sehr einheitlich erzählt haben. Er arbeitet auch sehr daran, dass bestimmte Geschichtsbilder von Politikern aus der Vergangenheit in seinem Sinne neu justiert werden, aus seiner Sicht korrigiert werden. Wie wird ein Stalin aus heutiger Sicht bewertet, ein Lenin? Und das ist ihm sehr wichtig. Und deshalb auch dieser Geschichtsbezug, die Festschreibung eines einheitlichen Geschichtsbilds in der Verfassung. Natürlich muss man sich die Frage stellen, jetzt ist das, habe ich viel über die Absicht der Regierung gesprochen, wie fällt denn der Protest oder der Widerspruch dagegen aus? Man muss erst mal feststellen, also es gab Demonstrationen, ja, die sind mal schwer einzuschätzen. Gemessen an der Bevölkerungszahl waren die sehr klein. Die Opposition hat aber bekanntermaßen ohnehin eine schwierige Rolle. Die russische Opposition ist schwach. Das ist eine klare Aussage, die gar nicht als Vorwurf gemeint ist, sondern natürlich auch ein Ergebnis ist dieses Systems, das einfach auch durch eine starke staatliche Kontrolle des Medienapparats, durch viele kleine, größere Eingriffe in der Ausgestaltung des Staates natürlich auch sehr effektiv verhindert hat, dass eine breite gesellschaftliche Opposition entsteht. Um da nicht falsch verstanden zu werden, mir ist absolut bewusst und ich würde das auch immer unterschreiben, dass die Mehrheit der Russen sehr entschieden hinter Wladimir Putin steht. Und das mit Sicherheit auch in großen Teilen aus Überzeugung tut. Und insofern, eine Opposition hat es sehr schwer, sich zu entwickeln. Aber ich, selbst wenn sie es leichter hätte, würde ich persönlich nicht davon ausgehen, dass wir jetzt schon längst in Russland einen Umsturz erlebt hätten. Ganz einfach deshalb, weil Wladimir Putin eben aus Sicht der Mehrheit der Russen viele richtige Entscheidungen getroffen hat. Viele Entscheidungen auch, die wir im Westen vielleicht kritisiert haben aus unserer Perspektive, die aus Sicht der Mehrheit der Russen aber als genau richtig empfunden wurden. Und deshalb hat Wladimir Putin auch durchaus zu Recht die Zustimmung, die er immer noch in breiten Schichten der Bevölkerung genießt. Ja, die Hauptkritik an dem Verfassungsreformprozess war natürlich die Geschwindigkeit. Sie müssen sich das vorstellen, eigentlich innerhalb weniger Wochen wird so etwas zunächst überhaupt erst erwähnt und dann quasi durchgepeitscht. Es fand keine breite Beteiligung gesellschaftlicher Gruppierungen statt, wie wir uns das vorstellen würden, Verbände jeglicher Art, die da in den Meinungsbildungsprozess mit einbezogen werden könnten. Natürlich hat auch zur Kritik geführt, dass durch das Verschwinden dieser Jahreszahl 2024, die für viele Regimekritiker, für viele Nicht-Putin-Fans natürlich auch ein Hoffnungsschimmer war, dass man gesagt hat, spätestens 2024 muss er gehen, dann kann eine Neuordnung des Systems passieren. Diese Hoffnungen wurden natürlich enttäuscht und allein deshalb regt sich auch Widerspruch gegen diese Verfassung. Dann ist es durchaus problematisch zu sehen, wenn zum Beispiel Russisch als Staatssprache festgeschrieben wird oder
die Russen ethnisch gesehen als staatstragende Nationalität. Auch das wäre jetzt aus unserer Grundgesetzperspektive in Deutschland schwer vermittelbar. Aber es ist auch logisch begründbar, wenn man zum Beispiel sieht, dass in Tatarstan beispielsweise Tatarisch als Amtssprache akzeptiert ist. Und insofern wäre es in diesem Vielvölkerstaat, der er ist, ist es schon ein relativ großer Schritt auch, das ethnisch-russische, die russische Sprache dermaßen stark zu betonen und sogar verfassungsmäßig festzuschreiben. Und dann wurde zumindest argumentiert, dass bei der Durchführung des Referendums, so wie es jetzt vorgesehen war, wurde von vornherein die Wahlbeobachtung erschwert. Ich habe ja erklärt, das Referendum ist jetzt erstmal verschoben, aber auch hier kam Kritik, weil man gesagt hat, soll denn dieser Referendumsprozess wirklich ein echtes Referendum sein oder soll es eigentlich nur eine Schau sein, die einem diese demokratische Unterstützung darstellen soll? Das sei hier zumindest kurz mit erwähnt. Das ist jetzt ein bisschen hypothetisch, das muss ich zugeben. Das wäre dann erst sauber zu bewerten, wenn das Referendum auch stattgefunden hat. Und Alex Nawalny, der vielleicht bekannteste Oppositionelle in Russland, auch seit den Jahren 2011, 2012, ein bekannter Blogger und Aktivist, er hat gesagt, naja, die alte Verfassung war in seinen Augen auch schon schlecht, weil sie die Macht zu sehr in den Händen des Präsidenten konzentriert hat. Und er hat dann so gesagt, naja, eine Verfassungsreform kann es ja nur noch schlechter machen. Insofern ist sozusagen der Protest auch mehr oder weniger überflüssig. Das hat natürlich nicht zum Erstarken der Proteste beigetragen, wenn der bekannteste, berühmteste Oppositionelle quasi ja nicht zum großen Protest aufruft, sondern eher sagt, Leute, es ist eh schon schlecht, sinngemäß bleibt zu Hause. Das als kurze Einschätzung zumindest, wie hier der Protest einzuschätzen ist. Und man muss natürlich auch sagen, dass gegen Protest auch gearbeitet wurde. Ich habe bereits erwähnt, natürlich trägt das Tempo des Reformprozesses dazu bei, dass die Kritik nicht so richtig sich entwickeln konnte landesweit. Dann gab es während der ganzen Ausarbeitung eine Arbeitsgruppe, die überwiegend mit Prominenten besetzt war, also Künstlern, Sportlern, Wissenschaftlern zum Teil, ja, aber es war sicherlich jetzt kein rein nach Fachlichkeit besetztes Gremium, sondern eher nach Bekanntheit und Beliebtheit. Die Dame, die Sie auf dem Bild hier sehen mit Wladimir Putin zum Beispiel, ist Jelena Isinbaeva, eine frühere Weltklasse-Hochspringerin, die auch nach dem Ende ihrer Hochsprungkarriere den Sprung in die Politik geschafft hat und gab ein schönes Bild oder kurze Videos, die auch bei uns so medial die Runde gemacht haben, wie sie irgendwann in diesem Gremium, also diese Sitzungen dieser Arbeitsgruppe wurden live im Fernsehen übertragen, dann gesagt hat, ja, sie hat sich jetzt diese Verfassung überhaupt erst mal angeguckt und sie ist zu dem Schluss gekommen, dass es sich um ein ganz wichtiges Papier handelt. Und ohne jetzt zu herablassen klingen zu wollen, aber natürlich ist da zum Ausdruck gekommen, dass sie jetzt keine fundierte staatsrechtliche Einschätzung vorgenommen hat. Und man muss auch davon ausgehen, dass viele der Vorschläge, die diese Arbeitsgruppe unterbreitet hat, jetzt nicht aus der Gruppe herauskamen, sondern von der Präsidialverwaltung vorbereitet und entsprechend eingebracht wurden. Also diese Arbeitsgruppe hat natürlich eine Scheinlegitimation gebracht. Sie sollte eine bevölkerungsmäßige Unterstützung signalisieren, eine Unterstützung der gesellschaftlichen Führungsschicht. Aber das ist natürlich kritisch zu sehen hinsichtlich der fachlichen Besetzung. Dann habe ich bereits angesprochen, die Verfassung zielt viel auf Emotionen, auf das Patriotische, das Traditionelle und möchte natürlich da auch die Bevölkerung für sich gewinnen. Letztendlich hat auch zum Erschweren von Protesten beigetragen, dass es allein 900 Vorschläge für den Gesetzestext an sich gab. Dann hat die Duma nochmal rund 400 Änderungsanträge eingebracht. Also es war sehr schnell auch im Detail für viele Menschen wahrscheinlich gar nicht mehr verfolgbar, was jetzt der aktuelle Stand ist. Und ich habe Ihnen vor einigen Folien angedeutet, den entscheidenden Punkt, wie lange Wladimir Putin im Amt bleiben kann, also über 2024 hinaus, den hat er ganz geschickt nicht selbst gefordert, weil das hätte man ihm ja negativ auslegen können. Er hat sogar in einer Rede vor der Duma verschiedene Optionen skizziert. Und die Option, die jetzt getroffen wurde in der Reform, die ich Ihnen schon geschildert habe, also dass er sozusagen, dass es bei ihm nicht angerechnet wird und er dann ab 2024 nochmal 12 Jahre Präsident sein kann,
die hat er zwar skizziert, hat dann aber vor der Duma selbst gesagt, ja, aber diese Möglichkeit, die hat auch Nachteile und sei auch nicht zu bevorzugen. Und dann ist aber eine Kosmonautin, die sehr bekannt ist in Russland, die auch dieser Arbeitsgruppe aus Prominenten angehört hat, ist symbolträchtig, also medial aufgetreten, buchstäblich in letzter Minute vor den Bestimmungen der Duma und hat gesagt, na also, wir wissen doch alle, dass das Beste sinngemäß fürs russische Volk ist. Und auch wenn Wladimir Putin, bescheiden wie er ist, diese Möglichkeit nicht in Betracht zieht, wir sollten das machen. Und so ist dieser ganz entscheidende Punkt eigentlich erst, der konnte gar nicht gesellschaftlich über Wochen und Monate diskutiert werden, weil es ihn lange nicht gab und er quasi erst in letzter Sekunde mit Sicherheit gezielt und konstruiert in diesen Prozess mit eingebracht wurde. Und die Duma hat ihn dann mit durchgewinkt in ihrer Entscheidung und somit ist dieser letzte Punkt dann eben doch noch mit auch entschieden worden. Da es jetzt doch schon länger ist als die angekündigten 30 Minuten, es passt gut, ich komme zur Gesamtbewertung. Also was betrifft uns jetzt hier oder was ist vielleicht die Kernbotschaft? Ich habe ja auch den Untertitel gewählt, Alle Macht für Putin. Das ist natürlich leicht reißerisch, das räume ich gerne ein. Ich muss noch mal ein bisschen ausholen, wenn man so Verfassungswerke bewertet, dann ist es sehr schwer, erstmal eine Grenzziehung zu haben zwischen demokratischen und autoritären, nicht demokratischen Systemen. Und gerade bei präsidentiellen Systemen, also wer da nicht so in der Materie drin ist, grob gesagt, Länder wie die Bundesrepublik Deutschland, wie Großbritannien sind parlamentarische Systeme, also das Parlament spielt die wichtigste Rolle innerhalb des Institutionengefüges, wie bei uns eben der Bundestag. Und Länder wie die USA beispielsweise sind präsidentielle Systeme. Russland eher semipräsidentiell, Frankreich auch, ja, und präsidentielle Systeme, also mit starken Präsidenten, mit starken Einzelpersonen, mit einer hohen Kompetenzfülle. So, und einige von Ihnen erinnern sich vielleicht auch noch an die Diskussion über die Türkei und den türkischen Verfassungsreformprozess vor 3 Jahren oder vor 3,5 Jahren, muss ich jetzt sagen. Da ging es ja auch darum, dass letztendlich die Macht des Präsidenten gestärkt wurde. Und natürlich dann ist immer die Frage, wie interpretieren Sie sowas? Sie können sagen, ja, okay, das ist halt eine weitere Ausrichtung in Richtung Präsidentialismus. Das ist demokratisch. Das ist halt einfach eine bestimmte Form eines demokratischen Systems. Oder Sie sehen es kritischer und sagen, ja, es geht hier doch drum, quasi eine Machtposition zu schaffen, die überhaupt keiner Kontrolle mehr unterliegt, also einen autoritären Führer, der überhaupt nicht mehr demokratisch kontrolliert werden kann. Und dann würden Sie es wesentlich kritischer beurteilen. Das jetzt als kleiner Exkurs. Und genauso ist hier die Frage, ein russischer Politologe hat die neue Verfassung als absolutistischen Präsidentialismus bezeichnet. Also er möchte zum Ausdruck bringen, ja, auch wenn diese Verfassung noch den Anschein hat, ein demokratischer Präsidentialismus zu sein, so argumentiert er, ist die Rolle des Präsidenten spätestens jetzt so dominant, so stark, dass man eigentlich nicht mehr richtig von einem demokratischen System sprechen kann. Ich persönlich würde es so einschätzen, dass einfach die Verfassungsreform einen Weg fortsetzt, der ohnehin die gesamte Amtszeit hindurch oder von wenigen kurzen Phasen mal abgesehen, eigentlich über Jahre hinweg auch das russische Regierungshandeln bestimmt hat. Es ging immer darum, die Exekutive, den Präsidenten und damit letztendlich Wladimir Putin als gefühlten Alleinherrscher mit enormer Machtfülle zu stärken. Und die Verfassung festigt diese Position, sie festigt sie auch für weitere Jahre und sie ist damit eigentlich eine logische Fortsetzung der Politik der letzten Jahre. Dann habe ich auch schon erwähnt, das ist natürlich auch wichtig, durch den Wegfall dieser Amtszeitbeschränkung sehen natürlich viele Menschen, die gewissermaßen Hoffnung auf Veränderung, auf Demokratisierung, auf eine weitere Öffnung des russischen Staates gesetzt haben. Für die ist das natürlich eine Enttäuschung, das muss man so sehen. Wladimir Putin hat nun alle Möglichkeiten, seine nicht nur im Amt zu bleiben, sondern seine Machtfülle auch weiter auszubauen. Er verschiebt ja auch, wie man jetzt sieht, relativ nach Belieben auch andere Staatsämter. Die Regierung zum Beispiel, wie ich ganz am Anfang erklärt habe,
Dmitri Medvedev zum Beispiel ist ja nicht ins Bodenlose gefallen, er ist nicht zu bemitleiden, sondern hat eine sehr wichtige Rolle auch im Nationalen Sicherheitsrat erhalten. Also Wladimir Putin ist da ja schon heute eigentlich in hohem Maße in der Lage, den Staat und die Personen und die wichtigen Institutionen auch nach seinen Vorstellungen einzurichten und zu führen. Und das vielleicht als letzten Punkt. Wenn man sich die Verfassung jetzt so anschaut und zum Beispiel auch bewertet, wie dauerhaft ja auch diese ideologischen Aspekte in der Verfassung dargestellt werden, wie ich Ihnen erklärt habe, dieser Konservatismus, dass man einfach sagt, da scheint Wladimir Putin auch über seine Amtszeit hinaus auch eigentlich ja den Staat nach seinen Vorstellungen verewigen zu wollen oder festschreiben zu wollen. Also dass er sagt, ja, er hat diesen Staat natürlich geprägt, enorm geprägt in den letzten 20 Jahren. Er wird als eine der wichtigsten und prägendsten Persönlichkeiten der russischen Geschichte auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Das, glaube ich, kann man heute schon so sagen. Und er möchte, dass dieses politische Vermächtnis auch über seine Amtszeit oder natürlich sein mögliches Ableben irgendwann auch hinaus erhalten bleibt. Und das ist ganz interessant, wie auch hier die Verfassungsreform genutzt wurde, um das festzuschreiben. Gut. Auch wenn ich Sie ein paar Minuten länger in Anspruch genommen habe als geplant, ich hoffe, es war für Sie interessant und nicht zu lang. Sie sehen, es hängen doch einige Faktoren hier dran, die ich Ihnen heute Abend darstellen wollte. Ich hoffe, es ist verständlich gewesen und ich sehe gerade, der Herr Götz schaltet sich bereits dazu und hat den Stream verfolgt, hat die Kommentare verfolgt und ich stehe gerne für Fragen jetzt noch zur Verfügung. Vielen Dank. Genau, vielen Dank, Simon, für den Vortrag. Kommentare haben wir momentan noch keine, daher nochmal der Aufruf an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Sollten Sie noch Fragen an den Referenten haben bzw. eine Anmerkung zum Thema anbringen wollen, sind Sie da natürlich herzlich eingeladen. In der Zwischenzeit, jetzt kam gerade eine Anmerkung von Chris Lieber, cooler Name. Super Vortrag. Frage, was denken Sie, wie sich die Corona-Situation auf den Prozess der Verfassungsreform auswirken wird? Ja, vielen Dank erstmal. Das habe ich ja kurz angedeutet, ich bin dann am Ende nicht mehr darauf zurückgekommen. Ich glaube, dass die Verschiebung des Referendums Wladimir Putin sogar etwas hilft. Man muss einfach sehen, also zum einen sind jetzt erstmal, die Russen sind ja in ihren Maßnahmen gegen Corona etwas später dran als wir. Im Moment sind Versammlungen, glaube ich, nur bis 5.000 Menschen erlaubt, also noch relativ weiche Beschränkungen zwar, aber würde man natürlich versuchen, zum Beispiel in den russischen Großstädten große Demonstrationen gegen diesen Verfassungsprozess zu machen, Kundgebungen zum Beispiel zu machen und für eine Ablehnung der Verfassung zu werben, dann wäre das jetzt allein aus diesem Grund heraus nicht mehr möglich. Und was man auch jetzt schon beobachten kann, ich habe ja dargestellt, dass wie sehr auch der russischen Führung daran gelegen ist, die Bevölkerung für dieses Reformwerk zu gewinnen. Und Wladimir Putin kann sich jetzt in dieser Krisenzeit natürlich wunderbar auch als Krisenmanager gerieren. Und das gilt natürlich für alle Menschen, die in Regierungsverantwortung sind. Wir sehen ja gerade in der Welt, manchen Regierenden gelingt es besser, manchen vielleicht weniger gut, auch die Krise zu leiten und sich da auch als Führungspersonen darzustellen. Wladimir Putin hat sehr schnell erkannt, dass das auch, um Unterstützung in der Bevölkerung zu gewinnen, für ihn eine Chance ist. Er hat ja am Anfang als erste Maßnahme so etwas wie landesweite Ferien erstmal ausgerufen im Kampf gegen Corona, hat aber auch gleich sichergestellt, bei voller Lohnfortzahlung für alle. Jetzt hat er viele Wirtschaftshilfe angekündigt, soziale Maßnahmen. Also selbst, obwohl er natürlich ein Interesse einerseits daran gehabt hätte, dass der Prozess abgeschlossen wird, kann er die Krise jetzt auch nutzen, um sich, ja, um einfach seine Machtfülle zu demonstrieren, um die ein oder andere soziale Wohltat auszuschütten, Unterstützungsmaßnahmen zu geben. Und das wird ihm sicherlich mit Blick auf die Unterstützung in der Bevölkerung nicht schaden. Okay, vielen Dank, Chris Lieber. Ich hoffe, die Frage wurde zur Genüge beantwortet. Ich hätte auch noch eine. Und zwar wird ja, also jetzt zumindest aus einer sehr deutschen Perspektive, bei uns wird die gesamte Reform ja hauptsächlich kritisiert, zumindest von weiten Teilen der Medien.
Rechnest du im Hinblick auf diese Verfassungsreform mit diplomatischen Auswirkungen Russlands, insbesondere im Hinblick auf die Beziehungen zur EU? Oder wird das Ganze mehr oder weniger unabhängig davon verlaufen? Das glaube ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil der außenpolitische Umgang mit Russland nochmal eine völlig andere Frage ist. Natürlich schauen wir uns die Entwicklung an, wie ich es jetzt auch gemacht habe, bewerten das aus unserer Perspektive, ob das mit unseren verfassungsmäßigen demokratischen Vorstellungen vereinbart wäre. Natürlich interessiert uns die Frage, entwickelt sich Russland tendenziell weiter weg von der Demokratie? Aber dass das jetzt unmittelbar zu diplomatischen Verwerfungen oder so führen würde, also dieser Verfassungsprozess an sich, das sicher nicht. Ich glaube, da ist auch einfach die Akzeptanz zu groß dafür, dass man sagt, es ist ein innenpolitischer Prozess. Und wie mit Russland auf außenpolitischer Ebene umzugehen ist, wie die Rolle in Syrien zu bewerten ist, wie langfristig gesehen der Minsker Prozess oder der Normandie-Prozess fortgesetzt wird. Das heißt, der rechtliche Umgang mit der Situation in der Südostukraine und auf der Krim, das sind eigentlich andere Fragen. Die würde ich jetzt persönlich relativ losgelöst davon sehen. Und innenpolitisch, also diese Verfassungsänderung deutet ja dann durchaus auch mehr oder weniger mit dem Zaunpfahl die ein oder andere gesetzliche Änderungen, gerade bei den sozialen Zuckerl an. Rechnest du darüber hinaus noch mit stärkeren Auswirkungen, auch aufgrund dieses Fokus auf einem Verfassungskonservatismus, mit einer Veränderung in der Gesetzgebung Russlands in den nächsten Jahren? Naja, man muss sich das mal vorstellen. Da bräuchte man einen separaten Vortrag, um das alles darzustellen. Aber wer sich da ein bisschen mit dem ideologischen Fundament der putinischen Regierung auseinandersetzt, wer sich damit auseinandersetzt, wie er die orthodoxe Kirche zum Beispiel rehabilitiert hat, welches Russlandbild, welches Bevölkerungsbild er zeichnet. Das hat ja auch häufig den Effekt, wie wir es auch bei vielen anderen, ich nenne es jetzt mal grob gesagt, populistischen Führern in der Welt beobachten können. Das setzt ja sehr häufig auch auf die Entwicklung bestimmter Feindbilder, auf die Ausgrenzung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, um natürlich im eigenen politischen Interesse zu sagen, wir sind besser, wir sind anders, wir sind genauso. Ein echter Russe ist so und so, ein echter Russe glaubt so und so und wir sind die politische Führung, die dieses, ich nenne es jetzt salopp, Lebensgefühl transportieren. Das alles ist ja eine politische Position. Also man könnte ja auch in Russland völlig gegenteiliger Meinung sein. Das ist eigentlich eine ideologische Haltung, die innerhalb des gesamten Spektrums irgendwie auch ihren Platz hat. Und man muss sich das vorstellen, das erhält jetzt Verfassungsrang. Und welche Auswirkungen das hat, also ich mache jetzt ein etwas konstruiertes Beispiel. Wir stellen jetzt in Deutschland sozusagen fest, dass die sozialdemokratische Grundorientierung sozusagen die einzige Lösung ist und wir schreiben sie im Grundgesetz fest als ideologische Grundhaltung aller Bürgerinnen und Bürger. Ich gebe zu, ein sehr konstruiertes Beispiel, aber einfach um so ein bisschen auch zu verdeutlichen, was da dahinter steht. Hier wird eine ideologische Haltung einer bestimmten politischen Richtung sozusagen zur objektiven Wahrheit erklärt, indem man sie in Verfassungsrang erhebt. Und das ist natürlich, das wäre jetzt bei uns natürlich, würde das massivste Diskussionen in Deutschland hervorrufen. Dann könnte man jetzt fragen, ja, warum löst es dann so wenige Proteste in Russland aus? Einige Gründe habe ich im Vortrag genannt. Und dann muss man halt immer wieder feststellen, Wladimir Putin kann trotz allem, trotz aller Probleme, die dieses Land zeichnen, er kann immer noch nach 20 Jahren auf einen großen Vertrauensvorschuss bauen. Er genießt eine hohe Unterstützung in der breiten Masse der Bevölkerung. Und ja, letztendlich so einseitig oder vielleicht auch so falsch solche Entwicklungen aus unserer Perspektive sind, so mehrheitsfähig sind sie in Russland. Und das muss man dann demokratisch auch irgendwie akzeptieren. In der Zwischenzeit hast du zweimal großes Lob bekommen. Einmal von Google Bas Kastner und nochmal für Chrisley Bär, der sich bedankt für die Antwort auf die Frage. Eine letzte hätte ich noch.
Und zwar hatten wir ja 2017, war es, glaube ich, auch eine relativ ähnliche Debatte im Hinblick auf eine Verfassungsreform in der Türkei. Da ging es ja im Prinzip um Ähnliches. Also es ging darum, den Präsidenten, die Exekutive zu stärken, teilweise die Judikative auch zu schwächen zugunsten des Präsidenten. Sind das vergleichbare Maßnahmen oder würdest du sagen, Russland und Türkei, da unterscheiden sich auch die Reformprozesse grundlegend? Also grundsätzlich vergleichbar sind diese Prozesse, ja, weil es letztendlich auch nicht ausschließlich, aber in hohem Maße darum ging, die Rolle des Präsidenten zu stärken. So. Der Umbruch, der dadurch ausgelöst wurde, und das wiederum unterscheidet die beiden Prozesse, der Umbruch war in der Türkei noch wesentlich markanter. Also ich habe ja selbst gesagt, ich sehe eigentlich in Russland diese Verfassungsreform eher als logische Fortsetzung einer gewissen Stoßrichtung, einer gewissen Ausrichtung der russischen Politik, die ohnehin schon vorhanden war. Es war schon ein präsidentielles System, es bleibt ein präsidentielles System. In der Türkei hatten wir ja dadurch eigentlich ja, einen echten Systemwechsel, weg vom eigentlich traditionell eher parlamentarischen System hin zu einem präsidentiellen System, zu einem Präsidenten Erdogan, der über eine wirklich extrem hohe Machtfülle verfügt und eigentlich auch, und das ist das Entscheidende in einem demokratischen System, der in der Türkei, bin jetzt kein Türkei-Experte, aber der eigentlich auch keinerlei oder so gut wie keiner effektiven demokratischen Kontrolle mehr unterliegt. Und spätestens dann müssen wir aus demokratischer Sicht immer sagen, dann läuft in der Verfassung auch irgendwo was verkehrt. Und in der Türkei war es auch ein ganz anderer Hintergrund, weil es natürlich diesen Putschversuch gab, der dann natürlich auch eine ganz andere Legitimation geliefert hat für diesen Reformprozess in der Türkei. Also Message, im Grundsatz sind es ähnliche, vergleichbare Prozesse, aber in der Türkei hat sich es noch wesentlich stärker nach meinem persönlichen Empfinden ausgewirkt, als das jetzt in Russland der Fall ist. Alles klar. Dann bekamst du noch ein weiteres Lob von Kakaoblau, die sich bedankt für den informativen Vortrag. Weitere Fragen bzw. Kommentare habe ich jetzt nicht. Insofern würde ich das Ganze an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Simon, für den interessanten Vortrag und die anschließende Diskussion. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, dass Sie wieder dabei waren bei VHS daheim. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns. Und Simon, du hast das letzte Wort, wenn du möchtest. Ich bedanke mich nur für die Aufmerksamkeit und das Wichtigste in dieser Zeit, bleiben Sie gesund. Ciao.